Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren, Herr Jahnke, Sie hatten ja die Chance gehabt, an der Qualifizierung dieses Antragsvorschlages zu arbeiten, mitzuarbeiten. Ergebnis der Kulturausschussberatung, die Sie ansprachen, war, das Übereinkommen zwischen den Fraktionen möglich zu versuchen, einen Allparteienantrag einzureichen, diesem Hohen Hause. Plötzlich wusste die Koalition von nichts mehr, sprang ab, überließ es der Opposition und jetzt haben wir dieses Ergebnis, wie es vorliegt. Natürlich, das war relativer Konsens, es hat niemand widersprochen. Schauen Sie bitte in das von Ihnen unterschriebene Protokoll, das Ausschussprotokoll. So, es hat niemand widersprochen und der Ihnen vorliegende Text ist so gefasst, dass es die größtmöglichst harmlose Form ist. Der ist so gefasst, dass eigentlich jede und jeder hier zustimmen kann, ohne dass gewissermaßen Gefahr im Verzuge ist für irgendwelche koalitions- oder parteipolitischen Spielchen. Ich möchte aber über den Antrag ein kleines bisschen hinausgehen und möchte Sie eine Zwischenfrage. Nein. Und möchte Ihr Augenmerk richten auf diesen westlichen Stadtraum. 1993 schloss das Schillertheater. Schauen wir uns mal die Sprechbühnenstandorte an. Ebenfalls 1993 mit einem Zeitraum bis 1999 setzte der vollständige Niedergang der Freien Volksbühne ein. 1999 wurde dicht gemacht, indem man die Zuschüsse abwürgte, die Kammerspiele Moabit, ein Kinder- und Jugendtheater. 2002 schloss das Hansa-Theater, auch in Moabit. 2012 schloss die Tribüne. 2012 wurde das Theater des Westens an die Stageholding verkauft. Stage komme ich gleich noch dazu. Stage wird 2016 schließen, das Theater am Potsdamer Platz. So, das wird Auswirkungen haben, natürlich auf das Theater des Westens. Und wenn alles gut geht, darf das Theater am Winterfeldplatz noch bis 2018 spielen. Das ist der kulturelle Zustand der City West augenblicklich. Was kriegen wir dafür, Herr Jahnke? Sie haben es angesprochen, aufgehübschte Kaufmeilen. Das liest sich dann so, dass das Wort Kultur in manchen Hirnen mit Kaufhaus übersetzt wird. Und das ist, glaube ich, ein nicht hinnehmbarer Zustand. K wie Kaufhaus statt Kultur. So, Herr Oberg sprach an Auslastungszahlen. Nun kann man mit Auslastungszahlen, Kollege Esser hat das mal versucht, mit einer anderen Karte, nämlich dem Runterrechnen auf die Kartenpreise, die Subventionen, alles Mögliche argumentieren. Es ist immer eine Frage, wo setze ich denn meine Messlatte an, Herr Oberg? So, wo setze ich Sie an, Herr Oberg? Wir haben im Jahr, ich brauche eine etwas niedrigere Zahl als Kollegin Bangert, dort 200.000 Besucherinnen und Besucher am Kurfürsten. Wir haben 200.000 Besucherinnen und Besucher. Wir haben 500 gespielte Vorstellungen im Schnitt. Das ist eine kulturpolitische Größe. In dieser ansonsten von einer ziemlichen, das sagen Ihre eigenen Genossinnen und Genossen in der BVV-Fraktion, von einer ansonsten von Verödung bedrohten Gegend. 200.000 Verödung. Ansonsten würde man ja nicht das gesamte Carré anfassen wollen. Was machen Sie denn für Stadtplanungspolitik? So, gut, okay. Ich weiß eines, naja, wer sich aufregt, hat nicht unbedingt recht, Herr Oberg. Ich weiß eines, der Denkmalschutz ist natürlich ein Schwert aus einem sehr spröden Metall, das kann sehr leicht brechen. Aber Denkmalschutz auf einer historischen Gebäudesubstanz zwingt immerhin Investoren und bauplanungsverabschiedende Politikerinnen und Politiker zu einem kleinen Moment des Innehaltens und des Nachdenkens. Und auf genau diesen Moment des Nachdenkens setzen wir, auf nichts anderes. Deswegen bitten wir an diesem Punkt um Ihre Zustimmung. Wir wollen die Bühnen erhalten und zu sagen, okay, Bühnen erhalten, weshalb das nicht zustimmungsfähig sein soll, das ist mir ein Rätsel. Nein, es ist mir kein Rätsel. Wer sie eben nicht erhalten will, der versucht, um diese Bekenntnisformel, ich bin für den Erhalt der Bühnen an diesem Standort drumherum zu kommen. Das ist die leichteste Übung, weil man kann dann abmurksen durch Unterlassen. Es gibt tatsächlich auch bildungsferne Oberschichten, nicht nur die Unterschichten, pardon, das muss man mal mit aller Deutlichkeit sagen. Das sind die, die Kultur synonym mit Kaufhaus benutzen. Bildungsferne Oberschichten, Sie wollen es nicht, seien Sie wenigstens ehrlich und sagen, Sie wollen eigentlich diesen Standort weghaben, Sie wollen da was ganz anderes hinhaben. Sie wollen aber nicht schuld sein.
Sie wollen nicht Schulz. Natürlich, sozusagen die Drecksarbeit überlassen Sie anderen, den sogenannten Sachzwängen. Ich finde das sehr bedauerlich. Ich ende auch mit Shakespeare, Hamlet, und zwar Polonius. Ja, das ist kein Wahnsinn, da ist Methode drin. Vielen herzlichen Dank.